Ich tue ja bekanntlich mit alten Kameras fotografieren. Und wenn das dann erledigt ist, dann habe ich da die Negativstreifen. Und diese Negative möchte ich natürlich in den Computer hineinkriegen, weil ich sie dann da digital weiter bearbeiten möchte. Aber wie schaffe ich das? Ich habe das ja eh schon einmal beschrieben, wie ich meine Negative digitalisiere. Das mache ich nach wie vor immer noch gleich. Ich habe da meine Canon 650D. Ich verwende da Zwischenringe, ein Praktika 1,850 mm und dann habe ich da so einen alten Diakopiervorsatz. Das ist ideal. Und in ungefähr 20 cm Abstand von dem Diakopiervorsatz habe ich dann einen Blitz und den löse ich aus mit dem Mini-Blitz von der Kamera. Das geht tadellos schnell. Ja, und dann habe ich die praktisch als RAW-Dateien und wie das jetzt funktioniert, dass ich da diese blöde Orange-Maske da wegkriege. Ich habe da meinen Weg gefunden und ich bin mit dem zufrieden, der kostet mir nichts, das geht recht flott und die Ergebnisse passen mir. Also, das schaut so aus. Ich starte da Darktable. Dann importiere ich mir da ein Verzeichnis. Das habe ich jetzt da hergerichtet für euch. Das Verzeichnis. Da sind jetzt diese 6 RAW-Dateien drinnen. Die mache ich mal auf und da sind sie jetzt. Okay, das machen wir ein bisschen größer. Und wie gehe ich da jetzt vor? Jetzt starte ich mal mit dem ersten. Man sieht da schon, mit dem Setting, das ich da verwendet habe, das ist ein bisschen kleiner, als wie das Format da zulassen wird, aber kann ich da nur sagen, nochmal. Die paar Millimeter sind mir eigentlich wurscht. Ich gehe also da in die Dunkelkammer und das erste, was ich da mache, ist, ich schneide mir das zu. Da mal zuschneiden. Ich schaue da immer, dass da eingestellt ist, Format frei, weil dann gehe ich einfach her und ziehe ich mir das da so her, wie ich das haben möchte. Zack. Damit sind die Randeln da vom Negativ weg. Man könnte es jetzt genauso gut dabei lassen, aber ist ja wurscht. Wenn ich das wieder zumache, dann ist das nur mehr da auf diese Größe zugeschnitten. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass ich hergehe und sage, da gibt es diese Farbkurven, die hole ich mir. Da schalte ich aber um auf Lab, unabhängige Kanäle. Das war es eigentlich schon im Wesentlichen. Aber jetzt brauche ich nur mehr hergehen und sagen, okay, ich invertiere jetzt einmal das da. Da kann man schon ahnen, ja, was das da wird. Dann gehe ich auf diese Farbkanäle und mache da genau das Gleiche. Schabupp. Und der letzte Farbkanal. Dann mache ich das auch. Gehör da. Jo, und damit bin ich jetzt fast schon fertig. Jetzt fehlen da noch kleine Adjustierungen. Ich spiele mich da mit der Kurve und tue das nochmal in die Mitte reinsteuern. Mache das mit der anderen auch. So, wie man sieht, die Farben passen da schon recht gut, gell? Das ist dann nur mehr Feintuning, was ich da machen muss. Und damit dieser flaue Kontrast da weggeht, sage ich ganz einfach da bei der Helligkeitskurve, ich fange da an, wo das letzte ist, und da an, wo das erste ist. Und so kann ich da den Kontrast steuern. Ich kann da mit dem steuern, wie hell das insgesamt wird. So. Das passt mir da schon. Und je weiter ich das nach links schiebe und das da unten nach rechts schiebe, man sieht da schon, gell, da werden die Schatten werden da ein bisschen flauer. So werden sie immer schön schwärzer. Kann man übertreiben natürlich auch. Und da wird das Weiß wirklich weiß. So. Und mit dem schaue ich mir noch an, wie ich das Bild gerne hätte. So zum Beispiel. Und dann schauen wir da, was könnte man da machen? Mir passt das schon. Das geht ein bisschen da in Richtung Rötliches und da ein bisschen weniger Gelb oder ein bisschen mehr Gelb. Das sind dann Kleinigkeiten, wie es einem gefällt. Man kann da zwischendrin immer wieder so Punkte setzen und sagen, ich tue jetzt dann nur die Helligkeit ändern.
Man kann den Punkt da wieder ausschieben. Wie gesagt, das ist dann nur mehr eine Spielerei. Gut, wenn ich das jetzt dann habe, mache ich das wieder zu. Damit habe ich jetzt das Bild da. Und wenn das markiert ist, sage ich da bei die Stile. Sage ich da bei die Stile, ich erzeuge mal einen neuen. Für euch nenne ich das jetzt Flop Test, so irgendwie. Da könnt ihr jetzt einstellen, was damit alles gespeichert wird. Gell? Ich will ja da eh alles. Und sage dann speichern. Passt, Stil angelegt. So, und dann sage ich einfach Auswahl invertieren. Jetzt sind alle anderen Bilder ausgewählt. Und dann brauche ich dann nur mehr diesen Stil, den ich da kreiert habe, doppelklicken. Und das ist bei alle angewandt. Und schon habe ich da meine Bilder. Naja, und dann gehe ich meistens da einfach daher und sage, jetzt schau ich mir das im Detail an. Das Bild zum Beispiel, Farbkurve, kann man da ein bisschen nach links tun, sonst ist das so ausgefressen, ein bisschen dunkler war das in meiner Erinnerung. Und wenn mir da diese Grünwerte nicht gefallen, dann fahre ich halt da wieder in die Mitte hinein und schon wird das jetzt zwar nicht rot, aber so. Das war herbstlich. Lassen wir das. Passt. Zumachen. Schaut schon besser aus. Nehmen wir das nächste auch noch. Das passt soweit. Ein bisschen mehr da hinein. So, erledigt. Und da, was haben wir da? Die Schatten ganz dunkel. So, ein bisschen lasse, passt. Das passt mir soweit. Dann nehme ich noch das letzte mit, wenn mir das ein bisschen gar heil ist. Farbkurve, ja, da sieht man schon, das ist eine andere Belichtung. Ein bisschen runter. Ein bisschen knackiger, je steiler das ist, desto kontrastreicher ist das Ganze. Jo, so passt's. Ein bisschen weniger gelb. Fertig. So. Da. Ja, da habe ich jetzt also meine Bilder. So schnell ist das gegangen. Und wenn ich jetzt sage, okay. Ja, und wenn ich es dann als JPEG entwickeln will, dann muss ich da jetzt noch zum Beispiel sagen, mach die bitte gleich. Grad. Dann nehme ich da, wo habe ich denn? Drehung. Zack, dann passt das natürlich nicht. Oh, ist kein Problem. Da einmal runter. So. Passt. Und dann brauche ich nur mehr so ein ausgewählte Exportieren. Die laden wir da in meinen Upload-Folder hinauf. Da kommen sie in maximaler Größe raus. Machen wir da Exportieren. Ja. Vielleicht sollte ich alle anderen auch noch markieren. Tun wir wieder alle anderen. So. Ratzfatz geht es da und schon sind die 5 Bilder exportiert. Fertig ist es. Das war's, meine kleine Hexerei. Ich bin zufrieden mit dem und wenn es mir nicht passt, kann ich es jederzeit ändern. Viel Spaß dabei. Thank you.
Das habe ich ja einmal schon beschrieben, wie da. Ich schaue ins Mikrofon hinein. Kann man lassen, ja? Kann man nicht lassen, da ist ein schwarzer Rand. Mist, den habe ich übersehen. Tja, kannst du nochmal.